ganz schön anstrengend, an die Barke des Königs heranzukommen bei der Uraufführung der Wassermusik 1717. Unser Publikum muss das nicht. Unser Publikum kann die Wassermusik von Händel, gespielt vom Concentus Musicus, im Saal erleben. Gott sei Dank. Nicht der ganze Auftrieb von Hunderten von Boten, nicht der König auf seinem Prunkschiff, nicht die 50 Musiker auf einer Barke, die schwankt. Können Sie sich das vorstellen, ein Oboe spielen mit... So war das bei der Uraufführung. Bei uns im Saal spielt der Concentus, dirigiert von Stefan Gottfried, eine prunkvolle Aufführung und eine, die Händels Londoner Wassermusik mit einer Hamburger Wassermusik vergleicht. Dort ging es auch eher so im Hamburger Hafen, aber die Herren, die für den Lotsendienst und anderes verantwortlich waren, die setzten sich einmal im Jahr an einen Tisch, aßen kräftig und dazu bekamen sie von Telemann eine Wassermusik. Und was es mit der auf sich hat, wer da so alles in der Elbe schwimmt und in der Nordsee, das erfahren Sie bei diesem wunderschönen Barockkonzert ganz ohne Rudern.